Shake, 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 shake. Hey, heute gibt es ein Blitzrezept, das ein bisschen länger dauert, aber wirklich nur ein bisschen. Und zwar einen knusprigen Schweinebauch mit einer ganz besonderen Salsa. Ganz normaler Apfelsaft. Ihr gebt in den Topf rein, ein paar Lorbeerblätter dazu, Wacholderbeeren, des Hensis Allrounder, so einen guten Esslöffel voll, rein damit. Aufkochen lassen, dieser Bio-Schweinebauch, der kommt jetzt hier rein. Und da lasse ich den jetzt vorsichtig so eine Stunde gemütlich ziehen. Deckel drauf, wenig Temperatur. Zwischenzeitlich brauchen wir eine Guacamole. Klassisch, aber vielleicht so ein bisschen anders, wie man es kennt. Oh, scheiße. Nicht nur hier, sondern auch hier. Ich habe ja zwei eingekauft jetzt. Zack, Kern raus, vierteln, Schale abziehen, dann Paprika und klitzekleine Würfel schneiden. Zitronensaft, Tabasco, Salz-Pfeffer-Mischung, ein gutes Olivenöl. Das Ganze wird jetzt fein gemanscht. Paprika dazu, Schnittlauch und dieses weiche Fleisch abtropfen lassen. Wichtig ist jetzt, dass das Fleisch schön trocken ist. Würzen, geräucherten Paprikapulver, ein bisschen Salz, in die heiße Pfanne. Für 2 Minuten. Ey, ich sag mal nichts dazu. Ja? Die Guacamole drauf, ein paar Tomate, den knusprigen Schweinebauch. Zack, Agavendicksaft vielleicht noch. Nochmal mein Allround-Würze oben drauf. Einfach nur geil. Nachkochen.